Okay, bonjour. In diesem Video wird es über das französische Imparfait reden. Ja? Und wir werden die Verwendung und die Bildung machen. Erstmal, das Imparfait ist eine der 1, 2, 3, so mehrere französische Vergangenheitszeitformen. Und es betont erstmal eine Beschreibung in der Vergangenheit, zum Beispiel. Il faisait gris, le ciel était couvert et la pluie tombait. Oups, il y a pluie hier, même. Et la pluie, das ist hier E, nicht S. Et la pluie, natürlich E. Es regnet. Et la pluie, exact. Et la pluie tombait. Und das bedeutet, es war grau, der Himmel war bedeckt und der Regen fiel, zum Beispiel. Oder auch, les enfants jouaient sous la pluie. Also die Kinder spielten in der Regen. Wie wir hier gesehen haben, diese zwei ersten Beispiele, hier in der, wir beschrieben, wie das Wetter, also wie ja, das, der Himmel, das Wetter oder das Regen in einer bestimmten Zeit, ja, das alles ist in einer bestimmten Zeit passiert. Da haben wir hier faisait gris in einer bestimmten Zeit, le ciel était couvert. Et la pluie tombait. Les enfants jouaient, auch in einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit. Das ist eine Beschreibung, wie ich gesagt habe. Also, da werden wir hier, das ist ein Beispiel, ja. Das ist ein Beispiel. Okay. Und noch betont das Imparfait eine Laufzeit in der Vergangenheit ohne Angabe ihrer Grenze. Wie lange das gedauert hat. Keine Ahnung, und das ist total relativ, ja. Zum Beispiel hier, quand nous étions petits, nous courions vite. Also, quand nous étions petits, das kommt drauf an, was er petit nennt. Petit bestimmt nennt er hier zwischen 10 und, zwischen 9 und 10 oder zwischen 5 und 10 oder zwischen 16 und so. Eigentlich, quand nous étions petits. Da haben wir hier eine Zeit, also Laufzeit, in der Vergangenheit ohne Angabe der Grenze. Das heißt, man hat nicht gesagt, wenn ich zum Beispiel zwischen 3 und 5, nun hat er gesagt, oder ist er gemeint, wenn wir klein waren, dann, ja, das ist hier, wenn wir klein waren, also oder als wir klein waren, liefen wir schnell. Comme nous étions petits, nous courions vite. Auch kann das Imparfait eine Gewohnheit in der Vergangenheit betonen. Beispiel hier haben wir tous les jours, j'allais à l'école à pied et je faisais mes devoirs après le dîner. Ja, das wäre hier, natürlich. Und hier Beispiel. Okay. So, das hier, jeden Tag ging ich zur Schule zu Fuß und machte meine Hausaufgaben nach dem Abendessen. Das ist ja bedeutet. Das heißt, irgendwie etwas in der Vergangenheit und etwas Gewöhnliches, das er immer gemacht hat. Und das ist immer passiert, hat sich immer wiederholt. Und auch kann das französische Imparfait ja, eine gleichzeitige ablaufende Handlung in der Vergangenheit. Also das heißt etwas, also Sachen, die gleichzeitig passiert sind in der Vergangenheit, so parallelmäßig. Ja. Zum Beispiel hier, pendant que mon frère dormait, je regardais la télé. Das wäre hier, während mein Bruder schlief, guckte ich Fernsehen oder schaute ich Fernsehen. Und pendant ist hier während. So schreiben. Während. Okay. Ups, ein bisschen weiter. Während. Okay. Das ist alles, was man für die Verwendung des Passé Composé wissen muss. Ja. Das ist eine Vergangenheit Zeitformen oder wie Passé Composé und alle anderen, aber hat diese Besonderheit, dass es betont, es beschreibt eine, also etwas in der Vergangenheit, eine Beschreibung der Vergangenheit, also eine Laufzeit in der Vergangenheit ohne
Angabe der Grenze, eine Gewohnheit in der Vergangenheit. Ja, man würde auch sagen, das ist hier zum Beispiel nicht, also nicht zu vertauschen, aber das ist irgendwie, das wäre zum Beispiel Gegenwart in der Vergangenheit. Ich meine, weil mit dem Gegenwart muss man immer eine Gewohnheit, ja, schreiben. Also wenn man zum Beispiel jeden Tag zur Schule geht, da muss man sagen, ich gehe zur Schule jeden Tag, brauche man gar keine andere Zeitform, das ist Gegenwart. Und dann, wenn es irgendwie vergangen, wenn es schon passiert ist oder in der Vergangenheit liegt, dann würde man dann sagen, j'allais à l'école à pied et je faisais mes devoirs après le dîner. Ja. Und dann zwei Sachen, die gleichzeitig passiert sind in der Vergangenheit, ja, können auch als passé composé betrachtet werden. Wir haben hier ein Beispiel. Pendant que je dormais, mon frère dormait, also während mein Bruder schlief, ja, guckte ich Fernsehen, oder während ich Fußball spielte, ja, guckte ich Fernsehen, oder redete ich mit jemandem und so. Und nicht zu vergessen, als Postskriptum, das Imperfekt kann aber auch als in einem hypothetischen Kontext verwendet werden, um vorzuschlagen, das ist wichtig, vorzuschlagen, wenn man zum Beispiel einen Vorschlag macht, ja, Proposition, also eine Proposition vorzuschlagen oder anzubieten oder ja, Vorschlag und anzubieten, fast das gleiche auf Französisch. Also wäre hier Vorschlag wäre eine Proposition oder anzubieten ist Proposition, proposé. So, zum Beispiel hier, si on lui faisait une surprise, wie wäre es, wenn wir ihm eine Überraschung machen würden? Oder il fallait qu'il parte, er sollte gehen. Ja, also das ist, wie man das Imperfekt hier benutzen kann. So, hier sind wir fertig mit diesem ersten Teil, also die Verwendung. Im nächsten Video machen wir die Bildung natürlich. Einige Beispiele, wir haben die Premiere, die Deuxième, die Troisième Gruppe. Und dann, ja, einige Hinweise auch, weil es gibt auch Verben, die ein bisschen orthografische Änderungen bekommen, wenn man das konjugiert. Très bien. Au revoir et à bientôt.